Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 24.07.2020. Und unser DAX, ja, gestern haben wir gesagt, die Bären haben sich hier ein bisschen von der faulen Seite gezeigt oder auf der faulen Haut gezeigt. Dadurch hat unser DAX natürlich nach oben bessere Chancen gehabt, die auch zu Beginn versucht hat wahrzunehmen. Und ja, die Bären wollten nur spielen. Die wollten hier noch ein paar Long reinlocken. Der hat ordentlich oben an der Kante gekratzt. Wir hatten gesagt, wenn er hier über den Trigger auch rüber geht, dass er dann eigentlich leicht auch 250, 300 und so weiter erreichen kann. Sie sehen es, beziehungsweise Sie haben es gesehen, wie es im Tagesverlauf passiert ist. Wenn wir hier näher ranzoomen, sehen wir das. Das ist halt einfach nicht drüber. Ne? Hier die 13.200, das hat er nicht hingekriegt, um sich da zumindest ja, Stärke oben raus zu aktivieren. Ist dann nach unten runter gepurzelt. Wir hatten dann auch schon unsere Elisa nochmal gesperrt, weil wir schon gesagt haben, na, mit unserer Donnerstagsregel im Nacken müsste der DAX oder könnte der DAX sogar nochmal runter auf die 13,80. Und wenn er da per Stunde runter schließt, hätte er dann auch weitergekonnt. Wir hatten dann noch so ein Bildchen rumgeschickt. Das hat jetzt auch noch ein paar Fragen aufgerufen, wie das zu verstehen ist. Ich denke, es ist jetzt einfacher, das übers Video hier zu beantworten. Für die, die es bekommen haben, die Mail, für die, die unsere Mails nicht bekommen, zur Hintergrund, wir hatten auf dem Niveau hier etwa aufgezeigt, dass hier auch so eine ABC-Bewegung quasi nach unten starten kann. Und natürlich, eine ABC bedeutet, dass das ein Korrekturmuster sein kann. Und der ist ja hier unten quasi punktgenau, hat er genau uns auch, haben wir so zwei rote Kästchen eingezeichnet, die hat er genau abgelaufen, die hat er voll gemacht. Das heißt, und dass unser DAX durchaus die Chance hat, dass das nur eine kleine Korrektur war, würde zumindestens, also ein Indiz dafür wäre auf jeden Fall, dass es zu flach ist. Na, es fühlt sich viel an, aber es fühlt sich eigentlich nur viel an, weil wir am Vortag so wenig Bewegung hatten. Am Ende waren das plus 200 Punkte halt, ne? Es ist gar nicht so viel, auch wenn es sich nach viel, viel, viel mehr angefühlt hat. Ne, aber wenn wir sehen, wie er vorher gestiegen ist, von hier, sagt man von hier, mit welcher Dynamik er gestiegen ist und wie viel Zeit er sich doch runterlässt, ist es nicht auszuschließen, dass der DAX jetzt wieder nach oben zieht und die ganze Hütte umkippt halt, ne? Aber er hat jetzt auch nach unten eine schöne Chance. Die Tageschart, der dreht, ne? Also auch bei den Amerikanern sind überall schöne Tageskerzen. Aber da muss er dranbleiben halt. Ne? So wie wir das hier eingezeichnet haben im Pfeil, den hat er ja aktiviert, der ist hier drunter, unter die 13,90, 13,80 ist er drunter. Und hat jetzt das erste Zwischenziel hier bei 10,69 aus der Analyse, was wir hier eingezeichnet haben, erreicht. Der ist also quasi auf den Unterstützungsbereich hier aufgelaufen. So, jetzt wäre denkbar, dass er ein bisschen konsolidiert. Das kann nach oben jetzt durchaus nochmal 13,80 bis, ich sag mal, 13,115 werden. Ne? 13.100, 13,115 bis 13,80. Das wäre jetzt so legitimer Rücklaufbereich, in dem der DAX nochmal hoch kann, könnte. Wenn er ruhig macht über den Vormittag, durchaus denkbar. Also wenn wir jetzt unseren Pfeil hier einfach mal nach drüben rutschen, man will zwar nicht, dass wir nach drüben rutschen, aber müssen wir ein bisschen näher reinzoomen, kriegen wir das auch da in Gesetz, wo wir es wollen. Na, also es wäre durchaus legitim, wenn der Kollege da jetzt ein bisschen weiter hochkommt und sich dann hier unten an der Kante probiert. Also wenn er auch das zum Freitag macht, zum Freitagabend, wird es echt mega interessant, weil er natürlich von hier auch eine richtige Rakete nach oben zünden kann. Also gucken Sie mal, wie flach der kommt. Der kann im Endeffekt so eine Bewegung, wie sie von hier gekommen ist, kann er von dieser unteren Keilkante auch nach oben stellen. Und dann steht er schnell bei 300 halt. Ne? Also das ist an einem Tag gemacht, an einem Montag. Montag komplett nach oben durchziehen, tief reinstarten und dann komplett nach oben durchziehen, so wie wir das die letzten Wochen kannten hier aus solchen Tagen hier, ne? Sowas haben wir ja die letzten Wochen immer mal wieder gesehen, dass er halt so einen Montag gemacht hat wie hier, runter, komplett hoch. Das gab es ganz oft die letzten Wochen, ne? Es war immer mal wieder so drin. Da sollte man aufpassen. Aber da sprechen wir jetzt nochmal drüber, wenn der Freitag kommt. Aber der Freitag hätte schon noch Potenzial auf der Unterseite ein bisschen auszuwirken. Wenn er jetzt nicht sagt, okay, mir reicht das, ich habe hier ABC fertig, zwei gleich lange Abwärtswellen nach unten gestreckt, ich strecke mich wieder nach oben. Ich würde deswegen sagen, wir können Long Trigger auch schon tiefer ziehen, weil wir haben hier den Abwärtstrend und im Grunde über 200. Über 200 geht's auf die Kiste. Geht der Sargnagel auf und der DAX kann oben raus. Das heißt, das, was da oben ist, das können wir jetzt eigentlich hier hinziehen und können sagen, ja, wenn der da reinkommt, also dann macht der Durchschalt, halt, ne? Dann ballert der uns hier richtig los. Da können wir sogar zwei Longpfeile hinsetzen. Weil das wird dann ein richtig kräftiges Kaufsignal. Nach so schwachen Tageskerzen, wenn er dann
wenn er dann wieder komplett hochdreht, dann ist das ein richtig kräftiges Kaufsignal. Das ist einfach so und das kann auch schnell gehen. Und da wird er wahrscheinlich auch direkt durchziehen. Ne? Das sind dann so Momente, da sagen sie sich, oh Gott, wo soll ich hier bloß einen Short hinwerfen? Weil es ihnen schon weit erscheint, dass der Markt überhaupt so weit hochgestiegen ist. Ne? Der steht dann an 13.200 und die denken sich, meine Güte, ist der heute weit gelaufen. Der muss ja jetzt hier eigentlich erstmal wieder runter. Das macht er dann aber nicht. Nein, der rennt dann genau durch. Halt. Rennt die ganzen 200 Punkte noch durch und sie kommen gar nicht mehr rein, weil sie nicht wissen, wo sie einen Stopp hinsetzen sollen. Er kann ja jeden Moment wieder runterzucken. Das wäre jetzt typisch. Also das würde ich erwarten, wenn er bullig will halt, ne? Wenn er richtig Stärke auf den Tisch legt und durch will. Legt er die nicht hin, sehe ich ihn hier unten dran klatschen und dann ist aber trotzdem für mich hier nochmal so ein Punkt, wo ich wirklich sagen muss, der liegt hier um die 8,80 rum. Ich weiß nicht, also wenn ich Shorts hätte, ich würde dort vielleicht sogar ausdünnen. Ne? Einfach den Short ausdünnen. Und dann gucken, fällt er durch die Kante oder fällt er nicht durch die Kante halt, ne? Und fällt er durch, dann vielleicht dahinter auch einfach wieder einsteigen, ne? Dass man sagt, hier dahinter dann nochmal ein Short-Trigger, weil wenn er hier drunter geht, dann macht er die 8,10 kalt und dann schlägt er hier unten mal so in den Bereich rein, ne? Von dort wahrscheinlich dann auch schon wieder direkt erstmal wieder hoch. Wobei wir brechen einen Keil, wenn Keile brechen, ist immer Dynamik, ist immer, das knallt immer ordentlich. Da zeichne ich mir erstmal keinen Pfeil nach oben. Weil Keile lösen ganz oft so hier auf. Wahnsinn. Also eigentlich sieht man Keilmuster, na, macht der Markt. Das ist jetzt scheiße gezeichnet, ist viel zu steil. Also es gibt solche Keile gibt es nicht. Na, der Markt läuft hier. Verkeilt sich zunehmendst. Das ist dann meine Keilkante. Das ist dann die obere Keilkante. Ist jetzt nicht traumhaft gezeichnet, wirklich. Also, aber in der Regel löst der Markt sowas dann so auf. So. Ne? Also, das sind recht dynamische. Also, das ist, Keile lösen. Ich finde, Keile sind schöne Muster. Es ist viel besser wie Dreiecke. Also, normale, symmetrische Dreiecke. Die lösen immer scheiße. Hatte ich nicht gerne. Also, so ein normales Dreieck, das löst in der Regel, also wirklich 9 von 10 oder sagen wir 8 von 10 Dreiecken, die lösen halt so auf. Sie denken, das geht unten raus, dann macht er den. Dann denken sie, okay, hier ist der Ausbruch, gehen long rein, legen den Stopp drüber, was macht das Dreieck, das geht hier hin und dann rennt es unten los. Das so ganz oft. Und manchmal macht er auch nochmal von hier nochmal den und geht dann nach oben raus. Also so relativ widerlich. Was ich gerne, aber nee, wir wollen eigentlich hier gar keine Bildung machen. Ich wollte Ihnen das bloß zeigen. Ich will kein Seminar machen, mein Gott. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist ein Keil. Deswegen hier erstmal keinen Pfeil nach oben, auch wenn es eine Unterstützung wäre bei 640. Das ist eine super geile Marke. Aber trotzdem, man muss ja erstmal hinkommen. Ich glaube, da haben wir morgen im Video noch genug Zeit. So viel wird nicht passieren. Fürs bärische Szenario wird man wahrscheinlich hier unten die Woche schließen, um die 8,90. Oben muss man trotzdem aufpassen. Also, das ist nicht vom Tisch halt. Es ist eine ABC fertig. Ne? Es ist, sind zwei exakt gleich lange Abwärtswellen, die er fertiggestellt hat. Wenn er jetzt nach oben raus startet zum Montag und zum Freitag und richtig Dampf auf der Oberseite macht, also, das kennen Sie auch aus den letzten Tagen. Er kann durchziehen. Gucken Sie mal den einen Tag, den man hier gezeigt hat. Das war ein Freitag halt. Ne? Das war ein Freitag. Das war ein Freitag, da sah auch die Woche mistig aus, hat auch so vorher so eine Konsolidierung, dann kam er Freitag ein bisschen tiefer rein und was hat er gemacht? Einen kompletten Tag hochgezogen. Und hier würde ich schon sagen, also ich würde ihn bis 115 geben im Rücklauf. Den sollte man vielleicht sogar auch long mitziehen, wenn der DAX nach oben drückt. Dass man vielleicht noch versucht, dann ein paar Punkte mit long zu nehmen, ne? Bis in die 13.080, 13.115 rein. Das sehe ich schon noch Spielraum, aber höher darf er nicht. Also wenn er zum Freitag so um 13.120, 13.130 rausgeht, da wird nichts nach unten mehr halt. Ne? Dann rennt er wieder nach oben durch. Dann macht er am Montag ein kleines Aufwärtsgap und dann kommt die Situation, die wir oben angesprochen haben und er steigt hier durch halt. Ne? Also von daher, das wird sehr interessant, aber ich finde, es ist ein relativ klares Chartbild. Wir haben schöne, markante Muster. Das zeigt mir auch, dass sehr, sehr, sehr viele schon sich dem Trading wieder abgewendet haben. Und das macht es interessant jetzt, weil da kommen wieder schöne Bewegungen. Also wir haben das auch die letzten Tage und Wochen ganz, ganz doll bei uns im Dienst auch gemerkt. Das haben sich ganz viele wieder vom Trading abgewendet. Ich habe Ihnen das, glaube ich, vorgestern schon erzählt oder vorvorgestern, ne, dass ganz viele so gesagt haben, ah ja, ganzen Tag hier damit beschäftigen, mache ich nicht. Ich verkaufe jetzt alles, was ich Short hatte. Ich kaufe jetzt in Aktien rein.
Ja, das haben wir hier gestern, vorgestern haben wir es mal erzählt. Deswegen haben wir auch gesagt, der macht hier bestimmt hoch an die 300, stoppt die ganzen aggressiven Shorts noch raus, die hier mit All-In drinne lagen. Ne, Sie erinnern sich an unseren Werni hier aus dem Chat, der nur bei Mutti einziehen musste, weil er alles auf eine Karte gesetzt hat mit 13.200. Stand, ich glaube, 12.500 war sein Einstieg. All-In, 13.200 hier oben gefloppt. Und hier sind ganz viele halt jetzt die letzten Tage, die letzten Wochen in Aktien eingestiegen. Total super optimistisch und sehr zuversichtlich, dass wir halt auch keine zweite Welle mehr bekommen können und dass die Notenbanken alles retten und es immer weiter nach oben geht. Also deswegen war unsere These der letzten Tage, wir hauen oben nochmal die Shorts eben raus, boxen die einfach raus, drücken die raus, 12, 13.200, 13.300 und könnten dann mal versuchen, die Aktienleute in Bedrängnis zu bringen. Ob das im Markt gelingt, das muss ich zeigen. Kann natürlich auch sein, dass die mehr Macht haben, mehr Masse mittlerweile, dass irgendwann die Privaten einfach auch die Professionellen überrennen. Auch sowas kann passieren, sieht man auch schön bei Gold gerade. Ne? Da ist ja auch die eintönige Meinung im Privatbereich gewesen, Long halt. Ne? Und jetzt zieht das Ding am Allzeithoch. Und das seit mehreren Wochen und Monaten. Ist ganz klar privates Sentiment, massiv Long gewesen auf Gold und es hat trotzdem geklappt. Ne? Ab und an liegen die auch mal richtig. So, aber was würde ich eigentlich sagen? Unser DAX hätte schon Potenzial, ein bisschen was hier unten auszuheben halt, ne? Ein bisschen tiefer auch mal zu gucken und müssen mal gucken, dafür muss aber den Keil halt auch kaputt kriegen. Ne? Also wenn er das kaputt kriegt, kann sich schon ein bisschen geschoben kriegen, hätte man nach unten wieder Platz. Bisschen aufpassen müssen wir hier gucken Sie mal, mittleres Band, das liegt genau da, um die 6,40, 6,50 rum, wo wir im 2-Stunden-Charter, also das ist schon nicht. Aber ich zeichne Ihnen keinen Pfeil nach oben. Weil, warum? Haben wir gerade erklärt, Keil und so, ne? Aber das ist schon eine wichtige Zone hier unten halt, ne? Also wenn er hier durchbricht, das ist eine wichtige Zone hier in dem Bereich. Dann sollte man sich mal auf den Zettel stellen. Kann sein, dass die ein bisschen, also dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man hier mal auch einen Short rausnimmt, wenn man zum Beispiel hier oben einsteigt, rausnimmt und den dann in irgendeinem Rücklauf, egal ob er von hier oder von hier oder von hier kommt, in irgendeinem Rücklauf dann einfach ein paar Punkte wieder oben wieder einstellt und dann versucht die nächste Bewegung mitzunehmen. Also, das wären die Ziele, aber das sind wir bei weitem noch nicht. Es ist eigentlich, nein, ich zeige Ihnen viel zu viel auf der Unterseite. Wir haben hier oben die ABC, wenn er nach oben drückt, behalten Sie das im Hinterkopf. Das kann er schnell machen. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend, den haben wir übrigens noch nicht gebrochen, weil dafür müssen wir erst unter dieses Tief drunter. Der Aufwärtstrend ist sogar noch intakt, die Chartlage ist sogar positiv. Also komisch, das klingt, aber es ist wirklich so halt, ne? Wir haben jetzt ein Pullback von oben auf die letzten Hochs gemacht. Auch das ist jetzt nichts, was jetzt krass negativ ist, dass wenn er nach oben drückt, auch über 13.120, also eigentlich müsste man eine Long Order schon reinlegen. 13.120 Stop 59 oder was. Also ich würde es jetzt nicht machen, so, wenn ich jetzt hier im Video erzähle. Aber richtig, also ich glaube, Sie verstehen, was ich Ihnen versuche zu sagen, ne? Also bis 12,80, 13,115 nochmal hoch und runter, das ist okay, seitwärts und dann runter ist okay, aber viel höher kann er nicht mehr. Dann war das eine fertige ABC und dann geht wieder das Fenster nach oben auf. Ne? Gut, Freunde, damit haben wir das durch. Tagesschart hat man gerade offen. Und damit habe ich Ihnen alles mitgegeben, was ich so momentan im Kopf habe, was ich beachte. Und ich fände es cool, wenn der Keil kommt, wenn sie ihn auch reißen. Bin mir nicht ganz so sicher, dass es klappt. Es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie die Leute jetzt alle so drauf sind. Wenn da jetzt jeder hier massiv wieder Short reinballert, dann wird das wahrscheinlich nichts. Aber mal gucken. Also es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass wir hier wirklich ein bisschen zurückkommen könnten. Kommen auch von Übersee, kommen ein paar schöne Signale. So, mal gucken. Also vielleicht kriegt man hier wieder ein bisschen mehr Spaß auf der Seite. Das wäre ja schön, wenn unser DAX mal wieder ein bisschen Action reinbringt. Ne? Nicht nur immer nach oben die einen bedient. Okay, Freunde, ich mache aus. Ich wünsche viel Erfolg, ich wünsche viel Glück und schon mal auf jeden Fall ein schönes Wochenende für die, die manchmal nochmal hören. Und dann hören wir uns am Sonntag für das Video zum Montag. Ciao.